Mario. Mario. Mario! Gott sei Dank hat es gehört. Keine Zeit zum Schlafen, Zeit zum Arbeiten, wir brauchen neue Sterne. Und Super Mario 64, willkommen zurück, Leute. Da ist mir doch eiskalt einfach mal eingeschlafen. Ja, kloppt dir das mal. Mario, du hast gesagt, keine Zeit zum Schlafen. Zeit zum Arbeiten ist. Wir haben noch eine Menge Arbeit in diesem Land. Nein, zeige ich schon. In diesem Kurs. Ich bin gerade ein bisschen Odyssey-Hype mit, muss ich sagen. Und Arbeit wartet auf uns. Da hat man keine Zeit zum Schlafen. Sondern ist richtig hart um Arbeit jetzt. Brauche ich neue Sterne. Das heißt, wir müssen neue Missionen machen in dieser Welt. Beziehungsweise auch in allen anderen Welten, die wir noch sehen werden, wahrscheinlich. Oh Gott, okay. Das Schmal wird immer... Dieser Pfad wird immer schmaler, aber wir haben es geschafft. Zum Stern. Shining atop the Pyramid. So, jetzt mache ich endlich den Stern, den ich die ganze Zeit im Schädel habe. Entschuldigung. Ja, ist gerade das Wasser entfallen. Hoffentlich nicht. So. So, bitte lasst mich jetzt diesen Stern einmachen. Dazu brauchen wir einmal die Flugcap. Und zum zweiten die Kanone. Genau. Also zum einen brauchen wir diese Flugcap hier. Zum zweiten brauchen wir die Kanone. Das ist wichtig. Dann müssen wir jetzt hier einfach mal schießen. So, jetzt sind jetzt hin auf diesen. Dann geht's erstmal auf diese Säule. So, und dann hätten wir den ersten, die erste Säule abgehakt. So, dann können wir jetzt zur zweiten übergehen. Ich weiß, ob man mit jedem eine Stampfattacke machen muss. Ich versuch's einfach. Der sagt, das werde ich jetzt nicht mehr. So. Und dann brauchen wir noch Säule 2 und 3. Ne. 3 und 4. Die Säule. Dazu geben wir uns wieder in eine Kanone rein. Und lassen uns abfeuern. Nach da hinten. Eine Reise ist eigentlich vorgesehen für die 8 Boden Münzen Challenge, die wir hier auch noch reiten müssen. Ja, das war jetzt blöd. Moment. So. Mal wenn man trotzdem überall Stampfattacke hin. Ich weiß nicht, ob man da auch nur drauflaufen braucht oder ob man wirklich alle. Ne, man braucht nur drauflaufen. Okay. Ich werde jetzt hier einmal reinstürzen. Ja, hat wunderbar funktioniert. Mario hat trotzdem den Kopf angehauen. So. Und dann geht dieser Part doch actionreich los. Wir haben zwar schon einen Stern, aber das interessiert dann eh keinen mehr. Sondern das interessiert uns. Hier geht es rein, doch wo geht es hin? Was zum Teufel? Was ist das hier? Das ist ein Sock. Gib her! Was? Was seid ihr denn? Wer weg uns? Wer? Ach, ihr wisst, ich kann kein Englisch. Niemand weckt uns. Du wirst jetzt im Bett. Hand in Hand. Also Hand in Hand. Ja, ich hab das Tages auch weggemacht. So. Scheiße.
Okay, da habe ich ihn, glaube ich. Okay, die Hand ist gut, das weiß ich. Sieht man ja auch, dass sie jetzt nicht mehr kommt. Oh, die Hand ist auch schon tot. Ja, geil. Was? Wie konntest du uns zerstören? Egal. Nimm diesen scheiß Powerstand und vergeh. Ich störe unsere Ruhe nicht. Für uns heißt es jetzt Recipe. Und für uns heißt es Sternherr. Ja. Sternherr. Perfekt. 47. Stern. Mit einem leicht gewonnenen Kampf. Center on the four pillars. Save and continue. Weiter geht's. Gibt es nicht vielleicht noch einen Stern? Stimmt, ich erinnere mich. In der Pyramide gibt es vielleicht noch einen. Ich würde sagen, lasst uns dahin zurückreisen. Dann kümmern wir uns um einen Stern in der Overworld. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich wirklich um diesen Stern kümmern soll in der Overworld. Oder in der Overworld generell. Ja, danke. Denn dieser verdammte Vogel möchte ich eigentlich noch in Ruhe lassen. Den noch nicht schaden. Wir gehen jetzt aber erstmal hier rein. Da gab es nämlich noch einen Stern. Gab es hier nicht drei der Pyramide? Oder sogar vier? Ich weiß es nicht. Okay, hier gibt es schon mal ein Bild. Bringt mich auch nicht weiter. Okay. Und da jetzt kommt, hier gibt es schon wieder einen Warner. Wie gesagt, bringt mich zurzeit nicht weiter. Okay, da ist allerdings wieder nicht. Ich glaube, das ist auch relevant für die 100 Münzen Challenge dann. Beziehungsweise fast der 8 roten Münzen Challenge schon. Nee, generell nur für die 100 Münzen Challenge ist die Pyramide noch wichtig. Andere, die 8 roten müssen einfach mal so sammeln. Wie weiß ich. So, jetzt hangen wir uns hier einfach wieder lang. Das passt dann schon. Hier gab es noch was mit 5 Geheimnissen. Was ist dann der 6. Stern? Das weiß ich nicht mehr. Wir haben jetzt 4 insgesamt Level, oder? Das sehe ich nicht gerade. Es gibt 7 Sterne in jeder Welt. 6 normale plus in unserem gelben Münzenstern. Wir machen 3 definitiv jetzt noch nicht. Das heißt, 5 Sterne haben wir und die 4. Ne, das ist doch so. Oder? Also ich, auf jeden Fall, bin ich dezent verwirrt. Dezent aber auch nur. Okay, du kommst mal mit der Kamera hoch. Dankeschön. Hat mir gefehlt dann für dich. So. Hoch da. Nachhilfe einfach noch hoch. So. Wir müssen jetzt hier abstürzen. Sehe ich das richtig? So. Tatsächlich gibt es die 5 Geheimzahlen. Das ist Nummer 2. Da war Nummer 3, da war Nummer 3, da war Nummer 3. Gut, fuck. Kann ich stehen da? Aber sind noch rausgekommen, so. Wir haben Nummer 3 schon gesehen. Das heißt, wir müssten weiter nochmal hoch. Gott. Da gab es noch irgendwo Nummer 4 und Nummer 5, aber ich weiß nicht, wie die nicht sind. Obwohl, doch, ich weiß es. Ja, sehr schön hat das hier funktioniert. Ich weiß, wo alle Zeiten sind, aber dahin zu kommen wird halt massiv schwer. Na ja, gut, fast schwer.
Verdammt. Ich bin eigentlich noch ganz oben. So. Weil da können wir uns die Zeit sparen, darüber zu laufen. Wir können sofort hier hoch. Ja, Plattwalzen lassen sich ja dann nicht, Mario. Da hast du was falsch verstanden. So, dann haben wir, sind wir noch ganz oben wieder gekommen. Ich will nicht immer in die ganz große, die ganz weite Ansicht. So. Komm jetzt. Auch wieder hier hoch, ne? Jetzt wollte ich mal die große Ansicht, dass die Kamera sich mal wieder wechselt. Und dann können wir jetzt erstmal hier hoch und gucken, wo wir jetzt genau hinspringen müssen eigentlich. Okay. Dann machen wir die Kamera ein bisschen wieder weg. Wenn ich richtig liege, müssen wir dahin. Und ich bin natürlich einer, der es wieder mal nicht schafft. Ja, natürlich. Ich würde sagen, dass das nicht so ewig lange für euch dauert. Schneide ich das sofort. Also wir sind gleich wieder, wenn ich dann die dritte... ja. Na komm, hoch, Mann. Wenn ich das dritte Geheimnis dann habe, sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Okay, drittes Geheimnis gefunden. Ich glaube, jetzt ist es soweit, wo wir da rein müssen. Die 4 bzw. die 5 zu finden. Die 4 ist da und die 5 ist hier, soweit ich weiß. Okay, und dann haben wir auch alle zusammen, um diesen geheimnisvollen 5, den 5 Geheimnisstern einzusammen. Und da ist er. Endlich. Es hat mir so ein bisschen Zeit gekostet, da hochzukommen, oder? Pyramid Puzzle. So. Also, möchte ich machen und ein Stern. Den können wir zwar machen, will ich aber jetzt auch nicht machen. So, dann kriegt man hier die Freitür. Ach ne, muss ich kurz was zeigen. Das war schon die... Ich glaube, das ist dann Kurs 6. Aber wir gehen erstmal hierher, denn hier gibt es noch ein bisschen was zu entdecken. Und auch was freizuschalten im Schlossgarten. Und zwar diese zwei Säulen, die ihr hier sehen könnt. Sind keine ganz normalen Säulen. Gut, im Grunde genommen schon, aber man kann sie einstampfen. Und kann so mit dem Wasserspiegel sinken lassen. Und das tut, da tut sie jetzt draußen folgendes. Der ganze Wasserspiegel ist hier draußen auch sunken. Ey, was machen die zwei Mützen da oben? Hey Leute, was machen die zwei Münzen da oben? Habe ich noch nie gesehen. Immer noch ich mal, wenn man die einsammelt. Ich meine, kriegt man da irgendwas? Die mit zwei Münzen sind mir echt noch nie aufgefallen. Egal. Und zwar kann man denn hier was freischalten. Da gehen wir jetzt nochmal rein. Und zwar Divine Cap Switch Curse. Und diesen. Diesen Switch könnten wir praktisch ein bisschen wieder was. Ja, in Betrieb nehmen, um sozusagen wieder neue Sterne freigeschalten zu kriegen. Dazu brauchen wir diese Cap. Ich gehe da, ich denke da an Huhu Haus, an Kurs. Ähm,
3 glaube ich nicht. Nee, ich glaube, davor waren alle abgehakt. Ja, davor waren alle abgehakt. Ich denke da ans Buhu-Haus. Und dann andere Kurse, wo man die Vanish Cap Bridge braucht. Beziehungsweise die Tarnkappe, wie es in Deutsch heißt, braucht. Und natürlich brauchen wir auch 8 gute Münzen. Wir haben davon denen jetzt gerade mal 4. So, kommst du? Dankeschön. Dann holen wir uns jetzt mal die vierte, nee, die fünfte Coin schon. Ich finde halt die Musik hier einfach wieder episch. Okay, ich wollte gerade sagen. What? Wow, 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 wow. Ich hab's geschafft. Nein, ich bin tot. Mist, ich hab's gewusst, dass ich sterben werde. Ich hab's gewusst wieder mal. Dann wird zum Glück nicht zu weit zurückgesetzt. Und ich würde einfach mal sagen, wenn wir hier 4 Münzen haben und wieder an dieser Stelle sind, werden wir auch. Ja, geil. Ich habe keine Chance mehr nach oben. Okay. Ich muss jetzt nach oben wieder kommen. Nee, ich habe keine Chance nach oben zu kommen. Oh doch, ich habe eine Chance sogar. Geil. Okay. Nee, nee. Ich hab keine Chance. Nein. Freut euch. Komm, jetzt spring schon deinen Scheiß tot, ey. Jetzt kriegst du den ja auch mal. Komm, ich wirklich alle 4 Münzen aus von oben aus. Weil danach krieg ich keine Münzen mehr. Beziehungsweise danach kann ich diesen Münzenstern, kann ich mich da nicht mehr einsammeln. War ich schon in der ersten. Im ersten Schalter verlassen, so. So. Da kann man einen kleinen Bug auslösen, aber mache ich natürlich nicht. So, da ist die 3 rein und hören wir uns da die 4 ab. Und fliegen nach ganz, ganz unten. Okay, und dann passt das so. Ich würde sagen, hier könnten wir ein Safe State setzen. Was wir auch machen werden. Wir beschreiben das letzte Mal, wo wir, glaube ich, eben. Ich will gar nicht mehr warnen. Könnte ein bisschen näher gewesen sein. Lava oder so. Ich weiß nicht mehr, wo ich das letzte Mal beschrieben habe. So, 6. Paar. Oh Mann. So scheiß Assi. Okay, aber da habe ich es jetzt doch geschafft. Es war eigentlich nicht schwierig. Es war nicht schwierig. So. You've just stepped on the Vanish Cap Switch. The Vanish Cap makes Mario disappear. No Vanish Cap will pop from all from the blue block. You're fine. Would you be safe? Yes, we're safe, man. Und da ist die 8. Coin. Plus der Stern. Wo wir gleich unsere neue Fähigkeit brauchen. Ihr seht schon, Tarnkappe kann neu aufsetzen, wird uns zwar und kann durch solche Elemente gehen. Welcher jetzt hat denn das noch? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall brauchen wir diese Kappe nicht im Wasserlevel. Das haben wir noch nicht fertig. Das weiß ich. Das Wasserlevel haben wir jetzt noch nicht fertig, das kommt aber erst zum späteren Zeitpunkt, also. Wenn wir die nächste Welt dann gemacht haben, kommt das. Oh, kleinen Moment. Ja. Ich muss mal gerade kurz was gucken. Kleinen Moment, bitte. Obwohl, doch, doch, Moment. Also, euch mal durch gerade, Moment. Okay, das ist gleich ein Satz später. Und mich hat mein Freund geschrieben. Beziehungsweise mein Kollege.
Aber wir müssen jetzt hier rein. Hoffentlich war das. Das war die falsche Tür, natürlich. Egal. Ein Stern machen wir noch aus der giftigen Grotte. Und dann könnten wir eigentlich soweit starten. In der giftigen Grotte machen wir jetzt noch eins. Ein Level. Vorher möchte ich euch einen geheimen Stern zeigen. Hallo Toad! Du hast was für mich, oder? Ja klar, hast du was für mich. Der Geheimstern von einer Overworld. Dankeschön. So, ich speichere mal wieder. Also praktisch wieder ein Castle Secret Star. Und ab in die Grotte für ein Level. Nur eins. String Beast in the Cavern. So. Ich glaube aber, ja, das machen wir auch. Im nächsten Part gibt es dann hier auch den Scheiterblast zu sehen. Wir sind sogar schon fast beim Monster, also wirklich schnell geht das. Nee, Gott, wir machen hier diese Mission, eine einfache Mission. Die wirklich richtig scheiße schwer ist, Leute. Also, die Mission ist nicht zu unterschätzen. Die ist richtig scheiße schwer, und zwar der Stern. Da ist er. Und wir haben ihn gesagt. Eingesagt. Und haben 51 Sterne. Und damit, mit diesen Worten, beende ich diesen Part. Watch for Ronan Rocks. Mit diesen Worten verabschiede ich mich in diesem Part. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und ciao.